Hallo Leute, ich bin Siano27 und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün, genau. Sandan, Maus, Größe 0,6, Gewicht 12 Kilogramm. Dieses Pokémon lebt in trockenen Gebieten unter der Erde, es jagt jedoch an der Erdoberfläche. Möchtest du dem Sandan einen Spitznamen geben? Nein! Komme ich überhaupt noch zurück zu den Trainern? Egal. Gucken wir mal. Wald. Sieht das zu weit, das Ding? So, Pikachu. Nofensa. Paras. Nein. Wildnis. Ja, hierzu. Da haben wir ihn doch. Oh, stimmt, das hatte ich ja gerade. Ha! Haha! Nein, ich wollte eigentlich auf Pokémon. Dann Sandan. Nein, ich tausche. Bericht. Nein, Bericht. Wesen zart. Es ist rein Boden, okay. Ein Igler und Kratzer. Komm, da geht noch was. Warte mal, kann ich dir nicht theoretisch? Dann verwende ich auch gleich meine TM bzw. VM. Öffnen. Hier, ich habe doch Felsgrab, oder? Kannst du das nehmen? Er kann's nehmen. Maschine bereit. Sandan erlernt Felsgrab. Okay. Dann habe ich das auch weg. Perfekt. Ja, das Doomfoss hier ist immer noch bei uns. Dann werde ich mal den Fortschritt speichern, dass ich aus der Höhle raus bin. So, dann gehe ich ins Pokécenter, heile Sandan. Und ich glaube, ich schmeiß das mal Pummeluff aus dem Team raus. Obwohl, na gut. Solange es... Ja, solange ich noch nicht 6 im Team habe... Verdammt! Das wollte ich doch gerade nicht machen. Solange ich noch nicht 6 im Team habe, kann Knuddeluff noch ruhig drin bleiben. Man weiß ja nie, vielleicht geht dieser Nos durch wieder irgendwelche Umstände drauf und dann brauche ich Knuddeluff für Gesang. So, nach oben. Ah! Hi Anno! Du bist also immer noch unterwegs? Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeige, was du gefangen hast, Anno. Ja. Hallo, Ju. Wie geht's so? Herr Tauboga. Wieso hab ich kein Tauboga? Wieso hab ich nur so ein kleines Taubsi? Wieso habe ich Donnerschock gemacht? Genau deshalb habe ich Donnerschock gemacht. Okay. Fast. Radfratz. Was? Radfratz? Ist ja scheiße. Was geht mit dir? Radfratz. So. Mach hinne. So. Ja. Okay. So, Pikachu ist jetzt Level 20. Das, Slam. Gucken wir es mal ganz in Ruhe an. Schlag mit einem Langschweif, einer Ranke oder ähnlichem. Stärke 80, genau. 70. Ich hasse Doppelteam. 1, 2 und 3. Oh, schwupp. Pikachu hat Doppelteam vergessen und ich trinke jetzt was. Ah, lecker. Als nächstes wird Lumanda von Rivale Ju eingesetzt. Wird Pokémon das Anno wechseln? Ja, natürlich nicht. Welches Level bist du? 18. Mal gucken. Dupti dupti du.
Nur um sicher zu gehen. Er setzt natürlich Metallflower ein. Naja, mal gucken. Wird doch schon noch was werden. Komm, Pikachu, du bist schneller als Dings. Ja! Triumph! Das ist ein Abra. Ein Abra. Oh, du bist ja besiegt. Komm. Da habe ich eine Idee. Ein Abra will ich mir auch fangen. Perfekt. Da kann ich dann Knuddelluft-Anti mal rausschmeißen. Natürlich muss ich jetzt dann dementsprechend Knuddelluft dann trainieren, wenn... Ja, probier nicht dauernd Teleport. So, schlaf schön. Nice. So, schläft tief und fest. Ja, finde ich toll. Okay. Perfekt. Hä, schon gut, du hast gewonnen. Habe ich nicht anders gesprochen? Egal, ist schon zu lange her. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meine Pokédex gebracht und dir nicht, denn du bist schlecht und warst nicht bei Bill. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Maniac. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Oh, ein Held. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Oh, was für ein Held. Ich werde mich gleich bei ihm bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's gut. Tschüss. Ja. Oh ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du mühst dich immer so ab. Warum will ich dir einen Gefallen tun? Und schenke dir das. Ruhmesdatei. Was ist die Ruhmesdatei? Ein rätiges Plappermaul wie du. Das ist wie für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schere. In Ordnung, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Unser Hauptcharakter Anno ist ein rätiges Plappermaul. Dabei sagt er nie was. So wie die meisten Hauptcharaktere von Nintendo. Und er redet wie so ein Fluss. Nein, lass mich in Ruhe. Nein! Ach so, hier ist ja eine Arena. Misty. Die burschikose Meerjungfrau. Sagt mir, sie hat Wasser? Hast du Wasser? Du hast Wasser. Mhm. Du hast Wasser. Hallo! Du bist auch ein Trainer? Zusammen ums Kämpfen ist nicht immer so leicht. Los, komm, ich mach jetzt Misty fertig. Ich mach jetzt Misty voll down. So. Hallo. Hey, warte, du Champion ins B. Ins B? Stand das B? Ich weiß nicht. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arena-Leiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Yay. Elektro dürfen sich auch als nützlich erweisen. Perfekt, ich habe Pikachu und ein Ding. Ja, fertig. Bisherige Sieger Ju, ja, das wird sich gleich ändern. Hey, los, komm, greif mir an. Danke. Platsch! Ich bin dein erster Gegner. Es geht los! Eine Herausforderung von Schwimmer Konstantin. Wer ist das? Ist das dieses Seepferdchen? Ja, es ist dieses Seepferdchen. Los, Bisasnoss. Krankenhieb! Ja! Sehr effektiv. Perfekt. Und sogar noch ein Level 19 für mich. Es sei denn, ich kriege jetzt nur einen Erfahrungspunkt. Das wäre so geizig. In der Arena nur ein Erfahrungspunkt. Als nächstes wird Muchas von Schwimmer Konstantin eingesetzt. Wird Anno aus Pokémon wechseln? Ja, nein, nein, nein! Muchas wird von Konstantin in den Kampf geschickt machen. Nochmal ranken jetzt. Sehr effektiv. Wer hätte das gedacht? Irgendwie ist es so gemütlich, so mit dem Headset um den Hals und hier meine schönen gemütlichen Kopfhörer. Das darf nicht wahr sein, oh doch. 64! Poké-Dollar.
Müssten Poké-Dollar gewesen sein. Oh, guck mal, Misty. Hallo. Wie? Du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty, muss ich ihn nicht mit dir abgeben? Ja, genau. Epische Trainerkampfmusik. Gwendolin. Gwendolin hat ein Goldini. Ich habe ein Besesam. Und wer ich schwule Scheiß-Goldini so in den Boden rammen, das ist stirbt. Ja, ganz genau. Ja, mach hin, komm. Ich hab mich vor Verwirrung selbst verletzt. Nein, okay. Gwendolin ist überwältigt. So, ciao. So. Einfach so, weil ich's kann. Damit würde ich sagen, beende ich auch diesen Part von Let's Play Pokémon Blattgrün. Etwas kürzer als sonst, aber auch nur minimal. Ich meine, den Sturz. Solange ich nicht über 15 Minuten hochladen kann, also das Ding rund. Naja, ich bin Siano257. Das nächste Mal machen wir Misty Down und dann, ja. Ich bin Siano257 und ciao.